Slowenien hatte eigentlich keiner von uns als Bike-Destination auf dem Radar. Also wollten wir am Ende der Saison noch einen Roadtrip bis nach Triest machen. Wir waren eine kleine Crew aus zwei Riderinnen und einem Fotografen. So, where are we going? Wir starteten unseren Roadtrip mit einem kurzen Besuch im Bikepark Kranjska Gora, um uns auf den bevorstehenden Trip einzustimmen. Unser alter Geländewagen ist zwar echt schön, erwies sich aber gleich mal als nicht wirklich zuverlässiges Reisefahrzeug. Unsere Servopumpe hat das Zeitliche gesegnet. Aber dann müssen wir halt jetzt ohne Servolenkung weiterfahren. Also fuhren wir mit etwas eigenwilligem Fahrverhalten los und kauften noch ein paar wichtige Dinge ein. Unsere erste Mission war das Kanin-Massiv, wo wir erstmal hoch in diese imposanten Berge wollten. So machten wir uns schließlich auf, erstmal unser Camp für die Nacht aufzuschlagen. Denn sobald die Sonne weg war, wurde es gleich mal ganz schön kalt, so weit oben. Zugegeben, so wirklich angenehm war die Nacht unter freiem Himmel nicht. Der Sonnenaufgang am nächsten Morgen machte das Ganze aber wieder wett. Die Trails erwiesen sich gleich mal als recht knifflige Angelegenheit, das Panorama war aber dafür kaum zu toppen. Über alte Kriegspfade mit richtig technischen Passagen ging es wieder runter ins Tal. Ganz schön fordernd, um ehrlich zu sein. Doch mit etwas Übung machten die alten Wege richtig Spaß. Es war landschaftlich wunderschön, aber es war nicht ganz einfach und es war eine kleine Challenge, aber das Leben wäre ja langweilig ohne Challenges. Von dem her, ich würde sagen, tipptopp. Ich freue mich aber auch auf ein bisschen roughere Strecken. Wir werden schon mal sehen. Unser rollendes Basecamp schluckte zwar ganz schön viel Kühlwasser, brachte uns nach anfänglichen Schwierigkeiten aber doch immer gut an unser Ziel. Nach ein paar ganz schön abwechslungsreichen Tagen mit vielen guten Trails landeten wir schließlich in Triest. Und so ließen wir unseren Trip noch am Meer ausklingen, bevor wir uns nach einer abenteuerlichen Woche wieder auf den Weg nach Hause machten. Wie viele unfreiwillige Zwischenstopps wir auf dem Nachhauseweg einlegten, wollen wir jetzt mal lieber nicht kommentieren. Ein gelungener Saisonabschluss war es aber allemal.